Also nur weil ich schusselig gearbeitet habe oder mir entfallen ist, dass der Satz nicht von mir stammt, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem wissenschaftliches Fehlverhalten ist. Wissenschaftliches Fehlverhalten und Plagiate sind ein Dauerthema. Muss das sein? Herzlich willkommen beim Videopodcast Nachgefragt von ZB Med. Heute mit Dr. Jasmin Schmitz. Sie leitet den Bereich Publikationsberatung bei ZB Med. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo Elke, ich freue mich auf unser Gespräch heute. Gute wissenschaftliche Praxis möchten vermutlich alle WissenschaftlerInnen leisten. Dennoch gibt es immer wieder Diskussionen um Plagiate. Was sind eigentlich die klassischen Fallen? Ich denke, eine der klassischen Fallen ist tatsächlich diese ganze Plagiatsthematik, sprich die Übernahme von fremden Gedanken, ganzen Sätzen oder Abschnitten, ohne diese tatsächlich kenntlich zu machen. Das kann passieren aus Versehen beispielsweise. Man hat irgendwas gelesen, da ist ein Satz, der gefällt einem besonders gut und ein paar Wochen später, wenn man sich hinsetzt und schreiben möchte, weiß man gar nicht, beispielsweise gar nicht mehr, dass dieser Satz nicht von einem selber ist, ne, sondern man schreibt den einfach rein. Ein anderer Fall, der damit verwandt ist, ist, man weiß zwar noch, dass der Satz nicht von einem selber stammt, man findet aber die Textstelle nicht mehr, ne, oder den Artikel nicht mehr, wo man den her hat. Ne. Es gibt natürlich auch Fälle, die in den letzten Jahren mal durch die Presse gegangen sind, wo vorsätzlich tatsächlich auch Textteile in die eigene Arbeit übernommen wurden und man die einfach nicht kenntlich gemacht hat. Das heißt, es gibt eine Unterscheidung zwischen wissenschaftlichem Fehlverhalten, was letztendlich in guter Absicht passiert ist, oder so ein bisschen aus Schludrigkeit, und welchem, was tatsächlich vorsätzlich entstanden ist? Ja, man muss da aber tatsächlich vorsichtig sein, weil beides ist ein Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis und wissenschaftliches Fehlverhalten. Also nur weil ich schusselig gearbeitet habe oder mir entfallen ist, dass der Satz nicht von mir stammt, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem wissenschaftliches Fehlverhalten ist. Jasmin, wer legt denn eigentlich fest, was gute wissenschaftliche Praxis ist? Also im Prinzip machen das die jeweiligen wissenschaftlichen Communities mit dem Blick auf die eigene Disziplin. Also man kann eigentlich sagen, es gibt so universelle Prinzipien, die eigentlich in sämtlichen Disziplinen gültig sind. Ne? Wie Lege Artis arbeiten beispielsweise oder eben auch die Übernahme von fremden Inhalten, dass man die entsprechend kenntlich macht. So, darüber hinaus legen aber jetzt halt die wissenschaftlichen Communities so im Rahmen eines Zusammenspiels zwischen den wissenschaftlichen Einrichtungen, der wissenschaftlichen Fachgesellschaften, aber auch der Zeitschriften jeweils fast, was gute wissenschaftliche Praxis ist oder wo Fehlverhalten tatsächlich anfängt. Zeitschriften beispielsweise geben in ihren Policies eben auch Informationen darüber, wie gearbeitet werden soll, wie zitiert werden soll, Hinweise zu ethischen Aspekten und so weiter. Und am Ende macht es tatsächlich auch Sinn, dass jede wissenschaftliche Community für sich nochmal genauer ausbuchstabiert tatsächlich, was wissenschaftliches Fehlverhalten ist, beziehungsweise wie gute wissenschaftliche Praxis funktioniert. Woran können sich denn die Fachcommunities, von denen du jetzt ja viel erzählt hast, woran können die sich konkret orientieren? Gibt es da Hilfestellungen für die? Ja, also in Deutschland haben wir von der DFG die Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis. Und die stellen eine Art ja, Kodex dar tatsächlich, der auch Hilfestellungen geben soll. Dahingehend, dass mithilfe des Kodexes in den einzelnen wissenschaftlichen Einrichtungen Strukturen etabliert werden,
die gute wissenschaftliche Praxis eben fördern sollen und eben wissenschaftliches Fehlverhalten minimieren sollen. Dieser Kodex muss von Forschungsinstitutionen selbst verpflichtend, aber rechtsverbindlich halt umgesetzt werden, um von der DFG Forschungsgelder zu erhalten. Jetzt kann es ja passieren, dass ich ganz redlich bin, dass ich in bester Absicht handle, merke, oh, mir ist ein Fehler unterlaufen. Was kann ich denn tun? Wie kann ich meine Arbeit ist schon publiziert, mein Artikel ist schon publiziert. Was kann ich tun? Also insgesamt kennt das wissenschaftliche Publikationswesen eigentlich drei Möglichkeiten. Bei einfachen Fehlern letzten Endes, die die Grundaussage des Artikels nicht in Frage stellen, wird in der Regel so eine sogenannte Correction publiziert. Also eine Korrektur, wo dann quasi die Fachöffentlichkeit darauf hingewiesen wird, da ist ein Fehler in der Publikation, arbeitet nicht mit dem Fehler weiter, korrekt ist dies und das. Die zweite Möglichkeit ist tatsächlich, der Fehler ist gravierender und stellt die Grundaussage des Artikels in Frage, ne, die Interpretation in Frage. Dann muss tatsächlich eine Publikation zurückgezogen werden. Das passiert über eine sogenannte Retraction Notice. Das heißt, es wird hier deutlich gemacht, mit dem Artikel, darauf soll nicht weiter aufgebaut werden, damit soll nicht weitergearbeitet werden. Das passiert im Übrigen auch, eine Retraction wird in der Regel initialisiert, wenn wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt oder wenn tatsächlich Betrug vorliegt. Dann wird auch mit einer Retraction gearbeitet. Und ansonsten gibt es tatsächlich noch die Möglichkeit, bei so einem Anfangsverdacht, dass die Herausgebenden eine sogenannte Expression of Concern veröffentlichen, dem sie dann halt mitteilen, da ist irgendwas mit der Publikation, die ist problematisch, fehlerhaft etc., arbeitet erstmal nicht damit weiter. Wir verfolgen den Fall weiter und schauen, was an der Publikation tatsächlich problematisch ist. Schadet eigentlich so eine Retraction Notice dem Ruf einer Wissenschaftlerin, eines Wissenschaftlers? So gesehen nicht. Also wenn es tatsächlich darum geht, einen Artikel zurückzuziehen, weil einem im Nachklapp aufgefallen ist, dass da Fehler bei der Datenauswertung passiert sind, dann ist eigentlich das Zurückziehen eines Artikels wiederum auch schon wieder gute wissenschaftliche Praxis. Ja, also allerdings diejenigen, die bewusst täuschen, das kann natürlich das Karriereende bedeuten. Gut, ich gehe mal davon aus, dass diejenigen, die wirklich bewusst täuschen, immer noch in der Minderheit sind. So, die Publikationen erfolgen ja entweder im Bereich Paid Content oder im Bereich Open Access Publikationen. Gibt es da einen Unterschied? Also gibt es mehr wissenschaftliches Fehlverhalten in Open Access Journals? Das lässt sich so eigentlich nicht beobachten. Also es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Open Access Zeitschriften oder Closed Access Zeitschriften. Man stellt allerdings fest, dass das Peer-Review-Verfahren nicht immer gut darin ist, tatsächlich Fehler in Publikationen zu finden oder wissenschaftliches Fehlverhalten tatsächlich aufzudecken, beziehungsweise bis hin zu Betrug. Das liegt eben daran, dass das Peer-Review-Verfahren eigentlich eine andere Zielsetzung hat. Aber das sind Punkte, die sowohl Open-Access-Zeitschriften als auch Closed-Access-Zeitschriften betreffen. Man kann vereinzelt beobachten, dass Forschende, die nicht so redlich arbeiten, sogenannte Predatory Journals benutzen. Mit der Betonung aber eben auch auf Einzelfälle. Predatory Journals sind solche Zeitschriften, die nach dem Open Access Prinzip funktionieren, die Publikationsgebühren eben auch verlangen, aber die üblichen Leistungen nicht bieten und insbesondere auch auf das Peer-Review-Verfahren verzichten. Das heißt also, Predatory Journals und wissenschaftliches Fehlverhalten, die können schon quasi Hand in Hand gehen. Also das könnte in eine Richtung laufen. Ich sollte also das meiden und lieber in
in traditionellen oder in anerkannten Journals publizieren? Ja, tatsächlich steht in dem Kodex der Deutschen Forschungsgemeinschaft tatsächlich auch drin, dass man die Zeitschriften sehr sorgfältig auswählen soll. Also letzten Endes, wenn man sich bewusst für ein Predatory Journal entscheidet, ist das eigentlich auch schon wieder wissenschaftliches Fehlverhalten. Super. Jetzt ist ZB Media inzwischen eine Infrastruktureinrichtung und ein Forschungszentrum zusammen und hervorgegangen aus einer klassischen zentralen Bibliothek. Welche Rollen spielen denn Bibliotheken? Also Bibliotheken haben ja häufig Open Access Journals aufgelegt. Wie können denn Bibliotheken die klassische, gute wissenschaftliche Praxis unterstützen? Im Prinzip immer dort, wo das Thema die eigene Arbeit berührt, können Bibliotheken eigentlich zur Bewusstseinsbildung beitragen. Wenn man jetzt so den klassischen Fall nimmt, Schulungen zu Literaturverwaltungsprogrammen, dann ist man ja ganz schnell bei dem Thema, warum muss ich überhaupt zitieren, wie zitiere ich richtig, was soll das überhaupt? Dann bin ich ganz schnell beim Thema Plagiate, Übernahme fremder Inhalte etc. Das heißt, da kann man über das Thema dann eben auch schon informieren. Hinzu kommt dann noch, so Schulung zur Literatur, wie finde ich Literatur? Ne? Literaturrecherche, Datenbankrecherche. In den Datenbanken, wenn man darin recherchiert, stößt man ja zwangsläufig eben auch auf zurückgezogene Publikationen, auf korrigierte Publikationen. Und dann kann man das zum Anlass nehmen, nochmal zu sagen, so sieht das aus, das hat folgende Bewandtnis und darüber eben auch zur Bewusstseinsbildung tatsächlich beitragen. Es gibt ja auch Zeitschriften, die selber, beziehungsweise es gibt ja auch Bibliotheken, die selber Zeitschriften tatsächlich auch betreiben. Und da können Bibliotheken auf das Editorial Board eigentlich darauf einwirken, dass die sich ja eine Policy geben oder ein Verfahren geben, wie tatsächlich mit Fehlern oder mit Fehlverhalten umgegangen werden soll. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, die Hauptverantwortung liegt tatsächlich bei den wissenschaftlichen Communities. Das heißt, das Thema gute wissenschaftliche Praxis, wissenschaftliches Fehlverhalten muss in jedem Fall in die Ausbildung von Forschenden integriert werden. Hast du denn einen Ratschlag, den du WissenschaftlerInnen ganz besonders ans Herz legen möchtest? Quasi als Take-Home-Message. Puh, wahrscheinlich ist es, benutzt Literaturverwaltungsprogramme. So einfach ist das? So einfach ist das. Das kommt nämlich hinzu, dass es, während ich meine Dissertation geschrieben habe, die es noch gar nicht so wirklich gab oder die gerade erst am Kommen waren. Das heißt, ich habe meine Dissertation tatsächlich noch ohne Literaturverwaltungsprogramm geschrieben. Also nutzt diese Möglichkeit insbesondere auch, um eure Literatur zu organisieren und sie dann eben auch korrekt zuzuweisen und entsprechend auch zu zitieren, weil das geht mit Literaturverwaltungsprogrammen ziemlich gut. Und ansonsten, ich glaube, sorgfältig arbeiten und seinen Forschungsprozess, den kompletten Forschungsprozess, einfach gut dokumentieren. Ja, dass man an jeder Stelle weiß, was man gemacht hat, da nicht zu viel Schlüssen kommt oder dass Sachen fehlen oder so. Ich glaube, das ist so ein Tipp. Und wenn man sich das einmal von Anfang an angewöhnt hat, denke ich mal, schleift sich das mit der Zeit eben auch ein. Also ziemlich einfach scheint es ja zu sein, letztendlich tatsächlich Fehlverhalten zu vermeiden, sodass die gute wissenschaftliche Praxis gar nicht so schwer ist, von jedem erreichbar sein sollte. Ja, im Prinzip. Man muss halt unterscheiden. Manche Aspekte sind den Forschenden nur bedingt bewusst. Ne? Diese Plagiatsgeschichte, das ist so eine Sache. Dann so dieser Klassiker, den wir manchmal in der Beratung einfach auch haben, ist das Zuweisen oder das ungerechtfertigte Zuweisen von Autorenschaften. Ne? Das gehört da auch mit dazu, dass der Institutsleiter oder die Institutsleiterin plötzlich auf dem Paper stehen, obwohl sie eigentlich keinen Beitrag geleistet haben. Ne? Oder dass man eine Koryphäe aus dem Fach, mit der man mal telefoniert hat und sich mal so ein bisschen Rat eingeholt hat bezüglich des Forschungsprojekts,
dass man die hinterher auch mit aufs Paper schreibt. Einfach um der Person Gefallen zu tun, ne, auch aus Dankbarkeit heraus und um eben seine eigene Publikation aufzuwerten. Also das sind also eben auch so Punkte, wo man ja kaum Unrechtsbewusstsein hat, ne, oder wo man denkt, das ist noch okay, aber eigentlich ist es wissenschaftliches Fehlverhalten. Also ganz praktisch zusammengefasst wäre das doch Kodex der guten wissenschaftlichen Praxis lesen, Bewusstseinsschärfung betreiben und Literaturverwaltungssysteme benutzen. Stimmt das so? Wenn man so will. Kann man sich ja wohl merken, genau, prima. Ja, vielen Dank, Jasmin, für die tollen Tipps und hilfreichen Infos. Alle weiteren Informationen zur guten wissenschaftlichen Praxis findet ihr auf publisso.de. Schaut einfach in die Shownotes.